eines. Ich habe halt Schaden gewürfelt, was soll ich machen? Aber wirf mehr Schaden! Okay, ich würfel nochmal Schaden. Ja, ich würfel nochmal einen D20. Es ist ein verficktes Haus. Der Gute bekommt 17 Schaden. Seid ihr zufrieden? Ja. Sounds better. Er lebt immer noch. Anders natürlich nicht zufrieden. Ist aber für diese Runde raus, weil er muss sich erstmal aus dem Haus graben. Das dauert mindestens eine Runde, ja. Damit ist die Wache dran. Und die Wache nimmt ihr Schwert und... Ja, wen nimmt sie denn? Ich bin sehr weit gerannt. Sehr weit. Ich weiß, du bist sehr weit gerannt. Almina steht da immer noch, gell? Das ist nicht gut. Ich stehe immer noch an der Hauswand und der dusselige Schatten ist da irgendwo. Ja. Du stehst... Nee, warte mal, die Wache steht ja auch da. Oh, einen Moment. Es tut mir unfassbar leid. Ich bin dumm. Die Wache. Oh, die Wache schafft es, aus dem Haus zu kommen. Almina, mach mir doch auch mal kurz einen Dexterity Saving Throw. Aber natürlich. Eine 7. Du wirst im Haus eingeschüttet? Ich werde eingeschüttet. Ich stand doch draußen. Ich bin doch am Eingang. Nein. Die stand draußen. Zwar draußen, aber am Eingang, ja. Aber trotzdem, Okay. Aber da müsste doch der Arzt vergraben sein, weil der stand direkt an der Tür. Nee, der Schatten. Der Schatten ist ein Schatten. Nee, der Arzt auch. Ich hab ihn noch gegen die Tür geworfen. Ist dem so? Ich versuch's einfach mal. Laut meiner Rechnung, ja, definitiv. Aber da müsste ich auch vergraben sein. Also, aber ich hab ja meine Tochter. Almina, du bekommst, weil du draußen stehst, bekommst du nur 3 Schaden. Dann habe ich auch noch 3. Einen kleinen Ziegelschein ab. Und dann du hast gesagt, der Doktor, ne? Der Doktor ist da. Der Doktor geht einfach einen Schritt zur Seite und, es ist so wie ein bisschen wie bei Herr der Ringe, wenn dieser riesige Stein angeflogen kommt, der Ork bleibt da stehen und schaut so ganz verächtlich auf den Stein, wenn er neben ihm landet, so einen Zentimeter, so guckt der Drowmage. Almina, du bist auch eingeschlossen, dazu kommen wir dann, wenn wir dazu kommen. Damit ist die Wache dran. Die Wache ist rausgekommen und greift auch Cassidy an. Und, Guard, dankeschön. Und das ist eine 11 und das trifft nicht. Was ist denn los? Die Wache trifft nicht und das war's. Damit ist Quapp dran. Quapp. Quapp ist gerade in seinem unfassbaren Geschwindigkeitsrausch gefasst und läuft nochmal auf den Arzt zu, weil irgendwie ist er dem extrem unsympathisch und versucht nochmal mit seiner Claw das Gesicht zu zerkratzen. Oh ja, das ist gut. Dirty 23. Das trifft. Kann ich dann zweimal würfeln? Ja, ne? Oder wie war das? Nee, Natural. Bei Natural nur. Ja. Das sind dann 3 Schaden. Und dann als Bonus-Action, weil ich unarmed angegriffen habe. Die Frage, ich bin gerade unfassbar schnell, kann ich so ein Salto über ihn machen mit einer halben Schraube und ihm den Rücken zerkratzen? Akrobatik-Check. Es sieht mir so aus, als würde er darauf stehen, den Rücken zerkratzt zu bekommen. Das ist eine 16. Kriegst du hin. Geil. Nice. Und dann attackiere ich ihn nochmal. Von hinten, natürlich, das ist eine 1, ey, ich krieg's kotzen. Ja, eine 5, aber es trifft auch nicht. Ne? Es trifft nicht, nee. Er wundert sich ein bisschen, warum du jetzt in deinen Rücken trault. Ja. Ich hab den falschen Würfel gewürfelt gerade eben. Ja, okay, ich bin dumm. Du bist nicht der einzige Dumme heute. Ja, ist doch schön. Möchtest du noch was machen, oder waren das deine Actions? Ich hab ja die Bonus-Action verwendet. Ich könnte noch als... Warte mal, ganz kurz, ich glaube, das ist eine Bonus-Action, ne? Moment.
Wie kann ich denn in meine Shell rein? Hier steht nur while in your shell. Na, ist egal. Nur ich mach nichts mehr. Ich guck. Ich streiche dem Doktor noch ein bisschen über den Rücken. Okay, damit ist der Doc dran. Und der castet. Wo hatte ich's denn gerade? Der castet Misty Step. Und löst sich in Rauch auf und steht auf einmal auf den Ruinen des Hauses und ist gerade nicht in der Reichweite, außer von Wanda. Wanda, nutz all deine Macht. Was hat der denn noch? Ist der noch irgendeine geile Bonus-Action? Steht das hier nicht? Ja, das macht er. Das macht er. Dancing Lights macht er jetzt. Nee, das war's. Das mehr kann er nicht, mehr macht er nicht. Damit ist Almina dran. Almina, mach mir doch mal einen Athletics-Check. Ja. Okay. Wenn du all deinen gesamten Bewegungsradius und deine Action aufbrauchst, kannst du dich aus den Trümmern ziehen. Das mache ich dann auch, weil ich ja nicht weiß, was hier noch alles auf mir einstürzt. Alles klar. Du hast immer noch deine Bonus-Action. Almina kommt sehr, sehr, sehr zerquetscht aus einmal aus den Trümmern hervor. Für die anderen. Ja, ich habe ja noch meine Two-Weapon-Fighting-Aktion eigentlich. Ich weiß nicht, ob ich die dann jetzt noch benutzen darf. Nee. Okay, dann habe ich keinen. Auch nicht? Das ist die Bonus-Action. Ja, aber ich glaube, oder fürs Two-Weapon-Fighting muss man als Action angreifen, oder? Ja, genau. Aber vielleicht hat sie ja andere Bonus-Actions noch. Ich glaube nicht, oder? Das kannst du unter Action Bonus-Action sehen. Ja, es gibt extra einen Reiter dafür. Bist du denn? Two-Weapon-Fighting... Nur to weapon fighting. Ne, da steht noch was. Warte. Ausschalten und ausblenden. Nein, nein, das ist keine Bonus-Action. Das ist keine Bonus-Action. Das steht aber unter Bonus-Aktion. Da kannst du leider jetzt nichts machen für die Runde. Tut mir leid, Alina. Die kann damit gar nichts. Nick! Der blinde Cassidy dran und der blinde Cassidy, den mir das hart auf den Sack, dass diese komische Wache versucht. Hat ihn jetzt dreimal zu hauen. Du kannst dich verstecken. Und der blinde Cassidy schlägt zu. Und das trifft. Und das sind... Ach du Scheiße. Der zerteilt die Wache einfach in der Mitte. Oh geil. Spalten. Und ich glaube, das wäre auch anders gegangen, aber... Damit... Gut. Wer bist du denn eigentlich? Fragt sich der blinde Cassidy. Ist Justus... Wunderwunderwürfel. Ist das dein echter Name oder den sie dir gegeben haben? Das ist mein echter Name. Deine Eltern müssen dich echt lieben. Justus, du bist dran. Quapp, Schatten oder Doktor? Schatten oder Doktor? Für den Doktor hast du keine Reichweite. Und... Also der ist ja 120... Der hat doch so viele Gadgets, den trifft er auf jeden Fall. Warte, du hast Gadgets. Okay, nein, ja. Ist er mehr als 120 Feet entfernt? Nein, ist er nicht. Naja, dann ist er aber sehr wohl in Reichweite für mich. Okay. Grill den Doktor! Der Doktor ist alleine, der Schatten ist fünfmal da. Okay. Auf dem Feld. Grade. Ich bin mir ziemlich sicher, der Schatten verschwindet, wenn der Doktor verschwindet. Bist du sicher? Weil ich bin mir ziemlich sicher, es kommen noch mehr Schatten, wenn der Doktor verschwindet. Also ich hab mal in irgendeinem Mönchbuch gelesen, dass funktioniert so. Ohne Quatsch? Ja. Dieser spezifische Fall? Ja, kommt öfter vor, als du denkst. Also dafür gibt's ein ganzes Buch? Mehrere. Ich ziehe aus meinem Arm so eine kleine Art Leuchtpistole, wo vorne eine Granate drin ist und schieße es auf den. Das ist Firebolt. Alles klar. Dann würfel gerne auf Treffen, wenn du auf Treffen würfeln musst. Das ist eine 13. Das trifft. Geil. Oh, komm schon. Grill ihn. Come on.
Wie möchtest du den Doktor töten? Yes! Ich möchte, dass er so platzt, also dass die Granate fliegt und mit so einer Geschwindigkeit, weil sie sich in die Brust bohrt und er einfach besser platzt, als die Wache die Wandler kaputt gemacht hat. Einfach lauter. Pff, mit dem kleinen Feuerwerk, wo ein J in den Himmel geschrieben wird. Ja. Fliegen die Fetzen, die er sich eingenäht hat, auf die ursprünglichen Menschen wieder zurück? Das wäre auch ziemlich sweet. Nee, der Doktor kriegt es ab. Du Made! Und platzt. Und man hat erst einen Totenkopf aus Feuer und dann formt sich aus dem Totenkopf ein J. Und ihr seht, wie der Schatten langsam zuckt und krepiert und langsam sich Haut von den Schatten abblättern. Vier Schatten verschwinden. Und auch der fünfte Schatten einfach in so ganz viele Hautfetzen zerfällt, sich diese Hautfetzen aber auf einmal um den Rauch schlingen, der gerade noch ein J bindet, und der Doktor, weil wir immer noch in einem Horrorgame sind und der Schurke kommt immer wieder, nochmal vor euch steht. Oh, come on! Okay, das habe ich so in den Büchern noch nie gesehen. Dafür ist der Schatten aber weg. Aber dafür mache ich Nimble Escape, verstecke ich mich mit Simone. Alles klar. Warte, ich mache mal eben einen Stealth-Wurf. Mhm. Stimmt, haha, machen wir einen Stealth-Wurf. Oh, das ist eine 6. Ja, du stellst dich hinter so einen Brocken. Und der ist noch kleiner als du, der Felsbrocken. Deine Ohren gucken immer noch oben drüber. Simone, wir sind sicher. Ich habe uns versteckt. Danke, Justus. Simone ist dran tatsächlich. Es sei denn, du willst noch irgendwas machen. Aber das war deine Bonus-Action, gell? Das war meine Bonus-Action. Ist denn überhaupt noch irgendjemand da? Simone castet. Kann sie noch mal casten? Sie hat noch was. Ja. Simone castet Healing Word auf Wanda. Vielen Dank. Ein D6. Wie viel bekomme ich? Was? Ein D6. Würfel. Ich würfeln? Ja. D6. Bau. Eine 1. Kenn ich das Gefühl. Vielen Dank. Das hilft enorm. Vielen Dank. Sie war stets bemüht. Das ist ja ein... ja, sie nimmt den Shotbow und versucht auf den Zauberer zu... das ist eine Natural One. Nee, ist eine 11. Trifft trotzdem nicht. Schießt volle Kanne vorbei und damit ist dann Wanda dran. Ist Almina in meiner Reichweite? Ja. Dann würde ich gerne zu Almina gehen und Healing Hands casten. Mhm. Und sie bekommt 3 Hitpoints wieder. Wanda, mir war ein bisschen komisch. Das glaube ich, aber jetzt wird alles wieder gut. Ich bin Danke. Da. Danke. Manchmal liebe ich deine Zuversicht. Dann bist du damit fertig, Susanne, oder? Ich glaube, habe ich eine Bonus-Action? Two-Weapon-Fighting, aber geht jetzt nicht, also war das mein Zug. Alles klar. Damit muss ich einmal kurz schauen, ob die Stone Guard aus den Trümmern kommt. Die Stone Guard kommt aus den Trümmern. Oh, come on. Mit Ach und Krach, kann aber nichts mehr tun. Für diesen Zug. Also genauso wie Almina. Und damit ist Quapp dran. Ja. Wer steht denn so innerhalb von 40 Fuß Entfernung? Die Stone Guard könntest du angreifen. Nur die Stone Guard. Mhm. Ja, dann versuche ich mal, die Stone Guard ein bisschen anzukratzen und renn mal zu ihr rüber. Versuche ich noch den anderen Arm abzutrennen. Oh,
dummes Stück. 12? Das trifft nicht. Okay, dann Bonus-Action. That can make an unarmed strike. Bonus-Action nochmal. Das ist eine 15. Trifft nicht. Boah, leck mich am Arsch. Ja. Was soll ich sagen? Ja. Dann mal bist der Hund, mal bist der Baum. Ein Mina dran. Die Wache ist ja dann bei mir, ne? Hier ist ja auch da rausgekrabbelt gerade. Die Wachen sind tot. Es sind nur noch der Doktor und der Ork da. Ach nee, dann ist der Ork gerade rausgekrabbelt, ne? Ja. Genau. Den ich verpasst habe. Dann möchte ich gleich mit zwei Waffen angreifen. Würfel mir Schaden. Geht das? Würfel mir Angriff. Ja, das geht. Dann mache ich erstmal den Rapier und versuche dem das direkt ins Auge reinzurammen, ins Hirn. Mhm. Würfel auf Treffen. 17. Trifft nicht. Trifft nicht ins Auge, der neben mir liegt. Was ist los mit dem? Was ist los mit dir? Ich habe ihn auch zweimal nicht getroffen. Das war die 17! Ja, das ist nicht mein Problem. Also. Wir werden alle sterben. Du hast Two Weapon Fight, du darfst dir mit deinem Dolch nochmal, also versuch's. Ja. Aber es war knapp, also der Ork schafft es gerade so, dem Rapier auszuweichen. Ja, immerhin. Ich hatte ja eben den Bogen in der Hand. Ja, den musstest du jetzt ganz sicher dafür weglegen, dass du den Rapier und deinen Dolch ziehst. Ja, okay, dann mach ich jetzt mal den Dolch. Du kriegst den Dolch gar nicht erst aus der Scheide gezogen. Die Aufregung. Damit, ja, ich muss eigentlich tanzen, wenn ich aufgeregt bin. Ist Cassidy dran. Cassidy nimmt seinen Javelin und wirft auf den Zauberer. Nein, der bitte, dankeschön. Das trifft nicht. Cassidy wirft vorbei. Damit ist Justus dran. Justus, mach das gleiche nochmal. Sorry, Leute, ich hab den Mage vergessen. Ah, sorry. Ist nicht schlimm. Nein, der ist jetzt dran. Tut mir leid. Ich hab den Doktor vergessen. Ah. Ich hab einen Doppelklick gemacht, dann war der Doktor weg. Jetzt gerade habe ich das Gesicht. Wann kommt der denn? Der kommt ja gar nicht mehr. Hier sind dann alle. Was denn los, Doktor? Es tut mir leid. Der kann so viel. Come on. Vielleicht können wir die Zeit nutzen, um nochmal zu reden. Dass wir müssen das nicht tun. Ich lade schon mal meine Leuchtpistole und lade schon mal nach. Wanda, es ist nicht die Zeit zum Reden. Die ist schon lange vorbei. Verzeihung. Erst schießen, dann fragen. Ich bleib am besten einfach hier liegen. Der Doktor beschwört Magic Missile und schießt 3 goldleuchtende Pfeile auf Justus, auf Simone und auf den blinden Cassidy. Warum nicht auf mich? Hast du etwa Angst, dass was passiert? Okay, dann auf dich, Quapp. Nein, das war dann ein Scherz. Das war ein Scherz. It's too late for that now. Muss ich mal ganz kurz schauen, wo ich hier würfeln muss bei Casting. Okay. Das erste geht auf Justus. Das ist eine 18. Ja, das trifft wohl. Das trifft. Ein D4. Wo sind sie denn da? D4. Das sind 4 Schaden. Ja, natürlich sind das 4 Schaden. Das zweite ist die Simone mit einer 25, das trifft auch, scheiße. Das sind 3 Schaden für Simone.
Und der dritte geht auf dich, Quapp. Und das ist auch eine 25. Das trifft auch. Und Quapp bekommt... Oh, 5 Schaden. Aber ich versuche, Deflect Missiles. Ich habe eine 12 geworfen. Damit habe ich den Schaden auf 0 reduziert. Ist das so? Ja, natürlich, weil 12 minus 5 sind... 5 minus 12 sind unter 0. Also, wird das so gerechnet? Steht hier. If you reduce the damage to 0, you can catch the missile if it's small enough for you to hold it in one hand and you have at least one hand free. Hab ich, weil ich trage nur eine Waffe. Ja, nee, dann ist das so. Dann hast du die gefangen. Alles gut. Wenn ich jetzt noch einen KI-Punkt übrig hätte, könnte ich die sogar noch zurückschießen, aber... Den hast du nicht über. Der Doktor hat Glück, dass heute meine KI leider aufgebraucht ist. Alles klar. Dann ist die Bardin dran. Die gute Simone, die versucht erneut auf den Doktor zu schießen. Wo ist denn... Na, mach, was ich will. Und das trifft auf keinen Fall. Simone trifft nicht. Und damit ist Wanda dran. Und Wanda gibt... Simone gibt Wanda als Bonus-Action noch Bardic Inspiration. Bevor ich das vergesse. Ja, und Justus... muss auch noch dran sein dazwischen. Stimmt, ja. Verfickt. Aber was ist denn los? Dann gibt's die Justus Bardic Inspiration. Ach, ah, Mann. Ja, darauf wollte ich nämlich hinaus. Verdammte Tat. Ich lade mal eine kleine Leuchtpistole mit einer neuen Granate. Auf geht's, Freunde. Und ich schieß nochmal auf ihn. Ja? Dann würfel mir, Ich schieß nochmal mit, Firebolt... Das ist eine 17. Eine 17, das trifft. Wie viel Schaden? Kann ich Bardic Inspiration of Damage machen? Leider nicht. Ach, scheiße. Die Granate explodiert kurz vor ihm und er kriegt so 2-3 Splitter an die Wangen, die ihn schneiden. Und er ist nicht beeindruckt. Ja, das waren 3 Schaden. Ja. Dann wieder als Bonus-Action, ich verstecke mich. Würfel Stealth? Das ist eine 11. Keine Chance. Der hat dich im Visier. Damit ist Wanda dran. Im Umkreis von 20 Feet stehen andere Leute um mich rum, ne? Du? Noch. Ja. Okay. Dann mache ich das nicht. Dann nehme ich wieder meinen Longsword und meinen Javelin. Mhm. Spreche ein Gebet für den Doktor. Entschuldige mich und greif ihn an. Alles klar. Weil er halt so macht. Mäßig. 15? 15 trifft. Genial. Das ist eine 6. Alles klar. Plus Divine Smite, when you hit with a da-da-da. Also nochmal zweimal. Ist der Undead oder Fiends? Nein. Ist es Fiends? Nein. Nein, okay. Gut, dann könnte ich noch 2d8 extra Radiant Damage machen. Mach das. Habe ich da noch einen Spellslot offen? Spellslot? Welchen nehme ich da? Du müsstest dann First Level Spells, da hast du Slots. Ah ja, okay, warte mal. Einmal habe ich das ja schon gemacht, das heißt, einer ist schon weg. Und noch einer jetzt, okay. D8, einmal, was hatte ich vorher? 6, ne? Dann sind das 9 und 14 Schaden. Wie möchtest du den Doktor töten? Oh. Gar nicht eigentlich. mit einem lauten Whoopsie. Wanda. Wanda. Amen. Mit, so unschmerzhaft, wie es geht. Der Doktor, das Licht umgibt den Doktor
Und er so, was passiert hier? Und es wird einfach immer heller und die Fäden werden hell und lösen sich auf und die Haut schwebt so einen Moment und löst sich auf. Als das nennt Licht, man Erlösung. Als das Licht wegbricht, fällt nur ein kleines, steinernes Auge zu Boden. Und was danach passiert, ist, dass der Ork verkrampft auf einmal. Also, nein! Und auf einmal fangen an, sich die Knochen von ihm zu brechen. Und als letztes bricht das Knick und er fällt tot zu Boden. Und langsam, aber sicher, fängt die Erde an zu beben. Ich mache noch über dem Doktor und über dem Ork Ruhe in Frieden. Wanda, das Auge! Das Auge! Sammel das Auge ein! Justus will das Auge haben. Sammel das Auge ein. Okay. Der Weg hinter euch, wo Justus und Quapp und Cassidy hergekommen sind, bricht zusammen. Ihr könnt nicht wieder zurück. Macht mir bitte alle einen Perception-Wurf. Ich würfle heute wie echt 5. 18. Okay. Quapp denkt sich, oh nee, das ist ja alles hier so wackelig jetzt. Und Justus denkt sich, oh, ein Auge, ein steiles Auge. Woo! Und Wanda und Almina, ihr seht, dass es einen kleinen Trittweg gibt, der sich, der zu einem Steg führt, wo ein großes Ruderboot ist. Und oh, ihr seht auch, dass das Gemäuer langsam zusammenfällt. Und eure einzige Chance ist es, zu diesem Ruderboot zu rennen und sich in den Sumpf zu flüchten. Los, wir müssen zu dem Ruderboot da drüben. Hast du das Auge? Ich schnappe mir Justus. Habe ich da Boot gehört? Ich schnappe mir Justus und ziehe ihn mit mir. Wann hast du das Auge genommen? Das letzte Boot hat uns ins Verderben geführt. Komm jetzt mit! Wanda, hast du das Auge genommen? Ja. Okay. Ihr rennt alle zum Boot. Ja. Wir nehmen die Männer einfach mit, richtig? Ja, ich lasse mich zum Boot mitnehmen. Aber Simone muss auch mitkommen. Simone habe ich... Also Simone kommt mit, auch der blinde Kessel, die kommt mit. Wieder für dich gehe ich zum Boot. Macht mir alle bitte einen Acrobatic-Check. Akrobatik, das kann ich gut. Ja. Stimmt. Oh, ohne 15. Oder auch nicht. Eine 9. Natural 9. 20 plus 4, 24. Großartig. 13. Muss mal ganz kurz selber schauen. Also, wir sind jetzt übrigens aus der Initiative natürlich. Der Cup ist vorbei. Ja, Quapp, du legst dich halt. Also, du bleibst einmal mit deinem Bein in so einer Spalte stecken und knickst halt um. Das macht dir keinen Schaden, tut aber scheiße weh. Nee, Moment mal. Du hast doch eine 9 gewürfelt, oder nicht? Ja, aber hätte ich gewusst, dass es jetzt gerade darum geht, dass hier irgendwie der Boden wackelig ist, da hab ich doch was. Da hätte ich keine 9 geworfen. Nee, also ich hab trotzdem eine 9 geworfen, aber. Ach Gott, ey. Das ist, ja, da ist halt. Ist jetzt einfach passiert, ja. Ihr kommt am Boot an. Und? Wahrscheinlich wollt ihr es betreten? Ja. Ja. Okay. Nein. Ihr steigt aufs Boot. Der blinde Cassidy, der in diesem Kampf keinen einzigen Punkt Schaden genommen hat, setzt sich an die Ruder und rudert los. Und ihr beobachtet, wie ein Teil der Stadt, der Teil, auf dem die Anstalt war, langsam aber sicher im Sumpf versinkt. Und ihr meint, das Kreischen tausender Personen zu hören, die langsam aber sicher im Abgrund verstummen. Wanda will aus dem Boot springen und die Menschen retten oder die was auch immer. Halte sie fest. Ich versuche Wanda festzuhalten. Wanda ohne Witz. Jetzt komm, jetzt beruhig dich. Beruhig dich. Da sind doch Leute drin. Die sind auf uns angewiesen. Ich gib Wanda eine Ohrfeige. Ah! Ich wollte einfach Würfel auf Treffen. Würfel auf Treffen. Ich muss auf Treffen würfeln? Ja. Okay, warte. Unarmed Strike. Ist eine 14 plus Bardic Inspiration. Dafür! So geil! Ist eine 15! Warte mal, was hat Wanda denn? Nee, du triffst Wanda nicht. Du hast an Wanda vorbei. aber ihr schafft es, sie festzuhalten. Und ihr treibt auf dem Wasser. Und was wollt ihr tun? Also ich wollte eigentlich noch Richtung Stadt so einen Mittelfinger zeigen.
Ansonsten würde ich gerne meine Wunden versorgen. In erster Linie erstmal. Mhm. Ich würde gerne einen Spruch hier casten auf alle, die irgendwie, obwohl ich kann nur auf eine Person wahrscheinlich casten. Wer hat am meisten Schaden erlitten? Wer hat am wenigsten Lebenspunkte? Ich habe noch 6. Also ich habe ein Viertel meines... Du hast am wenigsten Lebenspunkte, Wanda. Ach krass, ich habe 9. Ja, aber für 24. mich würde ich das doch niemals benutzen, weil ich bin doch, Wanda. Doch, wir brauchen dich. Heil dich. Wanda, wenn du nicht willst, ich würde es nehmen. Nein, Justus, würde er nicht. Dann, wie viele Lebenspunkte fehlen dir bis zur Folter? Justus, kannst du vielleicht einmal nachdenken? Vielleicht brauchen wir ja, ich denk, noch. Ja, ich denke gerade darüber nach, wie viele Lebenspunkte ich noch brauche. Lass mich mal kurz in Ruhe. Ich stecke Justus ein Schieberechner rüber. Okay. Wanda. 2 fallen lassen. Bitte heil dich selbst. Wie sollst du uns denn sonst in Zukunft 13. helfen? Ich brauche 13. 13. 13 ja. habe ich. Ich gebe ihm 13. Ich lege die Hand auf seinen Brustkorb und gebe ihm 13 Lebenspunkte. Dauert die Bootsfahrt länger als eine Stunde? Okay. Definitiv. Ihr fahrt ja gerade noch nirgendwo hin. Okay, weil dann würden wir einfach so eine Short Rest. Ihr könnt euch gerne alle eine Shortrest eintragen, ja. Weil dann kriegen wir doch ein bisschen Leben zurück. Also, ja gut, ja. Dann brauche ich nicht mehr. Brauchst du nicht mehr? Nee, ich bin jetzt voll. Gut, dann nicht. Ich hätte dir sehr gerne geholfen. Warum? Aber hast du doch. Warum heilt er mich nicht? Was soll die Scheiße? Oh. Shortrest, warte mal. Ich krieg doch mein komplettes Leben dann zurück, oder nicht? Nee, du kriegst nur einen Hit-Die wieder. Aber ich habe gar nichts dazu bekommen. Einen Hit-Die? Ein D8 plus 2. Ach so. Ja. Hä? Automatically apply healing with dice result. Also 6. Muss ich da noch irgendwas anderes machen? Nee. Ja, bei mir hat das irgendwie nicht gerechnet. Ich heile mich jetzt um 6 Punkte. Ich habe eine 4 gewürfelt. Plus 2 ist 6. Der Kessel, die ist mit uns gekommen, ne? Der Kessel, die und auch Simone ist mit uns gekommen. Wir sitzen alle zusammen im Boot, ja. Justus. Wurden jetzt keine Heilpunkte, warte mal. Ich habe auch keine dazu gekriegt. Ich weiß, du wolltest unbedingt jetzt so ein Steinauge haben, aber ist dir schon mal aufgefallen, dass dieses Steinauge vielleicht das zweite Auge von diesem armen, fetzen Mann sein könnte? Quap. Der hat uns den Arsch gerettet. Er ist wie dieser berühmte Conan, der Barbar, einfach auf diese merkwürdigen Viecher losgestürmt. Der hat keinen Kratzer abbekommen. Seit wann bist du denn jetzt so gefühlsduselig geworden? Die Seite hatte ich schon immer eigentlich. Ich habe diese Statue, an der wir waren. Ja. Die hatte so Augen. Aber da war nichts drin. Also, was ich dir eigentlich sagen möchte, ist. Du willst das zweite Auge auch noch haben. Nein, ich will, und das sage ich ganz, ganz leise zu Quapp, ich will sein Auge haben, aber irgendwann. Ja, also, ich vermute, die Statue hatte 2 Augenlöcher. Nee, und die hatte 5. 5? Oh nein. Da kommen noch ein paar. Ja, anscheinend. Okay. Habt ihr das jetzt so besprochen, dass Almina und Wanda und Simone das hören? Nein. Okay. Nee, besser, die Unwissenden sind immer gesegnet. Okay. Der Cassidy schaut Wanda an. Hast du es genommen? Hast du das Auge mitgenommen? Ja, ich habe es bei mir. Wir Quapp und ich hinten so. Cassidy streckt die Hand aus. Darf ich es kurz betrachten? Check ich das, was die da machen? Mach mir einen Perception-Wurf. Und Cassidy macht auch mal einen Perception-Wurf, ne? Das ist eine 4. Und der Cassidy, der 18, das ist,
Habt Husten oder was? Ja, Staub aus dem Gebäude. Ja. Das ist aber, oh, was ist denn das? Ich bin nämlich sowas wie ein, gab ich mal und schnapp mir das Auge. Vor Cassidy? Ja. Akrobatik-Check, ob du vor ihm drankommst. Is that a fan? Is that a fan? Dankeschön. Ah, dankeschön, da bin ich besser drin. Cassidy macht auch einen. Moment, eine 4. Ist das eine 0? Ah, nee, geht ja gar nicht, eine 1. Nee, es ist eine 4. Du, Cassidy nimmt das Auge und du nimmst es auch und du greifst aber Cassidys Mittelfinger und du ziehst dir selber so einen Stinkefinger so lang und der guckt dich halt an und ist so, was soll das? Ich wollte doch nur kurz, ich caste direkt, bevor er irgendwas damit machen kann. Kann ich es nicht machen, ich habe keine Spellslot mehr. Scheiße. Das war ein Short Rest. Sind die nicht? Nee, aber das ist Short Rest gibt mir keine Spellslots wieder. Ach, okay. Cassidy schaut, obwohl er ja keine Augen hat, das zweite Auge an und steckt es sich in seine leere Augenhülle. Oh, ich wusste es. Und es ist so ein bisschen wie bei Flucht der Karibik, der eine Dude, der sich das Auge steckt, dann bewegt es sich halt so kurz. Und Cassidy schaut euch an und sagt, ich weiß, wo das dritte Auge ist. Das dritte Auge brauchen wir. Kann uns mal jemand aufklären, vielleicht? Wir brauchen 5. Ich wollte gerade sagen, kurze Frage, der Typ sagte 5. Wann da, wovon reden die? Ich weiß es leider nicht. Könntet ihr uns aufklären? Wir müssen 5 Augen finden. Um den Schlüssel zu finden. 5, also 5 steinernde Augen. Um den Schlüssel zu finden. Und was dann passiert, weiß ich auch nicht so genau, aber das ist das Einzige, was sich nach 30 Jahren Forschen für mich sinnvoll ergeben hat. Ja, Quapp? Herr Cassidy, ich habe 2 Fragen. Ja. Die anderen 3 Augen, welche Öffnungen an Ihrem Körper würden Sie dafür verwenden? Ja, und das möchte ich auch wissen. Frage Nummer 2, viel wichtiger, da Sie 2 Augen haben, wissen Sie, wo der Junge ist? Können Sie jetzt irgendwie mehr sehen? Irgendwie so. Leider nicht. Auge führt mich nur zu Auge. Und das erste Auge hat mich so viel gekostet, dass ich warten musste, Leute zu bekommen, um an das zweite zu kommen. Moment mal. Ich hatte mal Augen. Ich hatte mal echte Augen, Quapp. Ja, aber du hast das Auge bekommen. Ja. Um neue Augen zu finden. Und der Preis dafür war, dass Menschen dir helfen, um das Neue zu finden? Nein. Also sind wir. Als ich hier gestrandet bin, habe ich das mit den Augen herausgefunden. Okay. Um das erste Auge zu bekommen. Okay. Ist in Ordnung. Habe ich selber mein Augenlicht verloren. Wir sind cool. Alles gut. Okay. Justus, bitte. Ja, das ergibt alles gar keinen Sinn. Der labert doch Schwachsinn. Ich habe mein Augenlicht verloren, um mir ein Auge zu holen. Dann brauche ich Menschen, um Augen zu finden. Und es sind 5 Augen, wo ich nur 2 brauche. Inside-Check. Wir machen Inside-Check. Das sind 19. Was labert der da? Was laberst du? Jetzt kommt richtig hart Exposition-Dump. Das war mal einfach auch ein Abenteurer. Und der ist da auch gestrandet. Und in den 30 Jahren hat er alles gegeben, um an ein Auge zu kommen. Und da hat er sein Augenlicht verloren. Die Augen haben nichts miteinander zu tun. Dass er blind ist, hat in dem Kampf fürs erste Auge. Also das war Zufall. Das war Zufall. Aber danach konnte er alleine nicht mehr an das zweite Auge kommen. Und Auge führt zu Auge. Okay. Ach so, und die ganze Information habe ich jetzt in seinem Gesichtsausdruck gesehen. Nee, in seinem Auge gelesen. Du kombinierst so gerne. Der Groschen ist jetzt gerade gefallen, Dennis. Ah. Ja. Langsam, aber kling, 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 kling. Ja. Aber weil du gerade so einen schönen Inside-Check gemacht hast, da sich niemand darum gekümmert hat, in dieser Stunde mal irgendwo hinzurudern. Wir rudern einfach auf den Horizont. Ja. Ihr seid jetzt gerade an der Insel gestrandet, an einer riesengroßen, moorigen, schwimmenden Insel, die nur aus Wurzeln besteht. Oh, die kenne ich. Ja? Habe ich von gelesen. Ja, History Check. History Check. Hat beim letzten Mal funktioniert. Funktioniert jetzt immer. Ich habe sehr viel gelesen. History Check. Ist eine 17.
Du hast von schwimmenden Inseln im Moor gelesen, die einem Prüfung auferlegen und wenn man diese schafft, dass man sehr, sehr reich belohnt wird. That's what I thought. Leute, it's a bait. Möchtest du dieses Wissen mit den anderen teilen? Definitiv. Also, wie es der Zufall so will, sind wir gerade auf einer schwimmenden Insel gelandet. Einer der sagenhaften, verrückten schwimmenden Inseln. Ah, ist das wieder so ein Buchding von dir? Ja, Justus. Ich empfehle dir auch mal, eins dieser Bücher zu lesen. Nein. Okay. Auf jeden Fall, ist ein bisschen weird, kann auch richtig in die Hose gehen, aber man kann hier auch sehr, 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 sehr viel Reichtum finden. Ja, es gibt so Reichtum. Komische... Reichtum. Wir haben ja, immer noch einen Jungen, den wir finden wollen. Ja, wir haben aber auch Fixkosten. Ja, wir haben... Also, ich hab ganz schön viel verballert gerade. Ich meine, Zauber gewirkt. Ja. Nun, wir könnten eine Long Rest machen. Da wäre ich dabei. Aber Reichtum? Ich meine, wenn wir schon mal hier sind... Haben wir jetzt einfach entschieden, dass dieser Junge seinem Schicksal überlassen wird? Nee. Aber der Herr Cassidy weiß auch nicht, wo der ist. Okay. Okay. Als Anführer dieser Gruppe sortiere ich jetzt mal. Was der Plan, Freunde? Wir sind in dieser Stadt aufgewacht. Wir sind eingepennt, dann sind wir aufgewacht. Jetzt sind alle weg. Da war irgendein Typ. Ich glaube, er war Arzt? Fragezeichen? Den wir da weggepöllt haben. Das ist ein Boot. Der Typ hat zwei Steinaugen. Wir sind auf dem Moor. Korb hat irgendwas über Inseln gelesen. Was ist jetzt Phase? Nun, wir könnten natürlich einmal diese Insel auskundschaften und gucken, ob auf dieser Insel auch ein weiteres Auge ist. Anscheinend sind die Augen der Schlüssel, um hier rauszukommen. Für um was? Woher weißt du das denn? Naja... Kombination. Ich habe schon mal ein Buch gelesen. Wie groß ist denn diese Insel? Ihr könnt jetzt gerade, wenn ihr nach links und nach rechts schaut, das Ende vom Strand nicht sehen. So oder so bin ich dafür, dass wir auch irgendwie mal ein bisschen schlafen. Also bis zum Horizont und noch weiter. Mhm. Cool. Das ist halt auch nebelig. Also ihr, du kannst nicht einschätzen, okay, wo es die Insel ist. Also irgendwas zwischen 50 Metern und 5 Kilometern. Ja. Fetzenmann. Ja. Diese Augengeschichte. Ja. Also du weißt, wo die sind. Ich weiß, wo das dritte Auge ist. Wenn wir das dritte Auge finden, dann wird uns das vierte Auge offenbart. Okay. Und wozu brauchen wir die? Die sind der Schlüssel. Für was? Das weiß ich nicht. Also ja. Es könnte auch sein, dass du damit Armageddon startest. Ja, aber es möglich, ja, durchaus. Aber es passiert endlich was. Und wir sitzen nicht... Wenn wir... Das ist die... Ich bin 30 Jahre hier. Das ist die einzige Möglichkeit. Sonst nur wir, damit was passiert! Justus, atme mal in dein Back of Holding. Ich steck meinen ganzen Kopf in den Back of Holding. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Dort ist flüssiges Zink gewesen. Das ist, und du hörst nur noch von hinten und noch. Ja, Herr Cassidy, ich verstehe, dass nach 30 Jahren immer während der Lehre irgendwann Action geil ist. Aber wir sind gerade mal eine Stunde, 8 Stunden, ein Tag, eine Woche, keine Ahnung, wie lange hier. Vielleicht steht die Zeit auch einfach still, weil der Mond steht immer noch oben, so wie gestern. Und es ist immer noch dunkel, so wie gestern. Ich würde sehr gerne... Also wollt ihr einfach hier eure Tage fristen? Wir wollen den Jungen finden. Ich will den Jungen finden. Ja. Ich würde vorschlagen, dass ich jetzt Divine Sense caste. Damit kann ich Gutes wie Schlechtes sensen. In 60 Feet. Umgebung. Und wir könnten mal schauen, ob hier in 60 Feet Umgebung etwas ist, was uns schaden möchte.
Also, musst du darauf was würfeln oder kannst du das einfach? Es ist ein Spellslot. Ich glaube, ich kann das einfach. Okay. In der unmittelbaren Nähe gibt es keine Gegner. Aber jedes Molekül in dem Ort, in dem ihr seid, ist vom Bösen durchdrungen. Okay. In dem Ort generell der ganze Sumpf oder? Alles. In den gesamten 60 Metern, selbst der Nebel, selbst das Wasser im Sumpf ist vom Bösen durchdrungen. Dann würde ich. Wir müssen hier unbedingt schnell weg. Also generell aus diesem Zustand. Susanne, genau, ich wollte schon sagen, also da musst du jetzt keinen Check für machen. Dich beschließt das Gefühl, dass das überall so ist. Dass das dieses, ja, dieser, ja, voll, ja, dass das voll. Nicht nur diese 60 Meter sind, die Insel, sondern alles. Voll. Mann, da ist irgendwas, stimmt was nicht? Nein, alles gut. Wie bitte? Alles gut. Sahst so komisch aus gerade. Gedanken vertieft. Nun, ich würde vorschlagen, dass wir auf jeden Fall etwas tun und dass diese Spur mit den Augen ist unsere einzige Spur bis jetzt. Ja, unsere einzige Spur zu was? Zum Schlüssel. Ja, aber zu dem Schlüssel, der was öffnet? Zu einer Schatzkammer, Justus. Ganz viel Gold. Unfassbar viel Gold. Lügst du mich an? Nicht raus aus diesem bösen Ding. Da ist so viel Gold drin, dafür bräuchtest du 100 Milliarden. Deception Check. Back of Holdings. Deception. Ich? Ja, du. Man muss den ja irgendwie mal so ein bisschen... Ich hab minus 1 auf Deception. Das ist halt eine ehrliche Aus. Und ich hab eine 1 gewürfelt. Justus, du hast noch nie so ein Bullshit gehört. Was für ein Quatsch, Quab! Du bist der schlechteste Lügner von allen! Das hab ich schon mal das ein oder andere Mal gehört, ja. Ja, aber ich muss dich ja irgendwie überzeugen, Justus. Und du bist halt ja, auch nicht der Schlauste. Nein, nicht überzeugen. Also, Entschuldigung, wir sind hier das Abenteuerteam. Wir sind die Schallenberg 3, 4. Ein Viertel. Und wir brauchen einen Plan. Also, und ich weiß nicht, der Typ mit den Augen. Also, es ist euch schon klar, dass wir den aufgegabelt haben an einem Brunnen in dieser Stadt, wo keiner mehr war. Ja, genau. Es war der Einzige, der noch da war und alle anderen waren weg. Also. Ja, und Fetzmann, ohne despektierlich sein zu wollen, aber wir haben keine Ahnung, wer du bist. Ich bin Cassidy. Ich bin der blinde Cassidy. Okay, ich mein, Cassidy. Wir haben keine Ahnung, wer du bist. Er hat einen echten Namen, also keinen von diesen echten Namen. Und er hat uns geholfen und... Alter, der hat keinen Kratzer abbekommen. Ja, aber was ist, wenn... Wie gesagt, nichts gegen dich, Cassidy, aber was ist, wenn er uns in den Rücken fällt? Ja, es kann auch sein, dass wenn der 5 Augen hat und alle seine Löcher gestopft wurden, dass er dann komplett ausrastet und so groß wird wie ein Berg und uns mit einem Fingerschnipsen einfach auslöscht. Kann auch sein, aber so what? Wir sind eh hier irgendwo im... Susanne, es tut mir leid, ich habe was vergessen. Gerade. Wenn du diesen Check machst, deine Kameraden, siehst du dann auch, ob sie gut oder böse sind? Ja. Ja, Justus ist pechschwarz, ne? Das ist dir aber schon bewusst gewesen. der blinde Cassidy strahlt so hell und weiß wie frisch gefallener Schnee an einem Januartag. Nun, ihr Lieben, ich habe doch eben Divine Sense gecastet. Damit kann ich sowohl Gutes wie Schlechtes in einem Umkreis von 60 Feet sensen. Und ich kann euch versichern, dass der Wanda, gute Herr das Cassidy ist ein unfassbarer Eingriff in meine Privatsphäre gewesen. Welche Farbe habe ich denn? Ich entschuldige mich. Ich möchte bitte zum Punkt kommen. Der gute Herr Cassidy ist rein. Ich habe noch nie eine so reine Seele gesehen. Ja, dann sammeln wir halt Steine. Ich habe noch gesagt, lass den Jungen. Wir gehen erst, aber... Liebe Leute, die Frage ist doch... Ziehen wir jetzt weiter oder wollt ihr alle erstmal ein Röntgen euch aus? Und ihr seht nämlich, und jetzt möchte ich nicht despektierlich sein,
aus wie Stahlste, die vom Schuh gekratzt worden ist. Ja, ich will schlafen. Ich will schlafen. Ja, ich leg mich hin und steig vom Boot runter. Einen Schritt und fall um und schlafe. Ich nehme Justus auf und nehme ihn in meine starken Arme. Breite ein was auch immer ich an Bettzeug dabei habe, unter ihm aus und lege ihn darauf und bette ihn sanft in etwas Gemütliches und lege mich daneben. Justus murmelt noch, ich habe Durst. Wanda nimmt ihre Trinkflasche und füllt Justus ein wenig, flößt Trinken ein. So. Ja, und dann murmel ich noch leiser. Danke, Wanda. Oh. Sehr gerne. Und ich gerne den Strand und grab mich ein bisschen in die Erde ein, in den Sand. Ich lege einfach ein Boot rum. Bis morgen. Simone kuschelt sich an den Flügel, den hat sie eingesammelt, der ihr jetzt fehlt, und schläft ein und ist ein bisschen eifersüchtig auf Wanda. Moment. Ich spüre ein wenig, dass... Nein, so nicht, mein Fräulein. Perception-Wurf. Dieser, was? Perception? Perception-Wurf. Und für die Dreistigkeit ist es besser, eine Natural 20. Du bist so ein Arsch. 13. Ja, keine Chance. Gut, du kuschelst mit Justus, es fühlt sich richtig an. Nein, ich kuschel nicht mit ihm. Ich habe mich daneben gelegen. Das sagen sie immer, ne? Ja, ich hab nein, stopp. Aber mir fällt trotzdem ein, dass die liebe Simone noch einen Flügel hat, bitte. Nein, tut sie nicht. Nein. Das hätte dir in dieser Stunde Bootfahrt auffallen können. Der blinde Cassidy lehnt sich auch einfach zurück und pennt. Und ihr dürft alle eine Longrest ankreuzen. Tut das bitte jetzt. Jetzt. Ja, denn als ihr aufwacht, seid ihr nicht mehr am Strand der Insel. Oh, come on! Sondern in einer Arena. Quapp, du hast darüber gelesen. Ihr habt die Insel betreten. Die Prüfung beginnt. Und ihr hört eine Stimme, die klingt, als würden hunderte Leute gleichzeitig in einem Ton sprechen. Liebe Prüflinge, willkommen auf der Insel der Prüfungen. Die Aufgabe ist einfach. In dieser Arena sind 7 Mechanismen versteckt. Von diesen müsst ihr 5 reparieren, bevor unser Champion euch findet. Wenn ihr diese 5 Mechanismen repariert habt, dann könnt ihr ein Tor öffnen und euch erwarten Reichtümer und Belohnungen, wenn ihr entkommen seid. Und wer dieser Champion ist und was dieser Champion mit euch macht, das erfahrt ihr in der 3. Folge des Spooktobers, nächste Woche Montag. Vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Es war mir mal wieder ein Fest. Vielen Dank an die wunderbaren Spieler. Ich hoffe, alle hatten Spaß. Und die Insel der Prüfungen kommt dann nächste Woche. Ja, dann. Nice. Wenn ihr die Folge, nochmal nachschauen wolltet, wir haben alles auf YouTube gesammelt. Wenn ihr ein paar Clips schauen wollt, guckt doch auf Instagram vorbei. Wenn ihr unterstützen wollt, lasst uns gerne einen Twitch Prime Sub da oder einen Sub oder drückt auf den Unterstützen-Button. Und dann sage ich auch von mir, bis nächste Woche. Ciao. Tschüss, ihr Lieben. Tschüss. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.